Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und ja, ich möchte euch an dieser Stelle, gerade an die Beginner ist dieses Video gerichtet, 5 Tipps mitgeben für entspannteres Grinden. Ich habe in meinem Beginner-Stream bzw. auf meinem Beginner-Account, mit dem ich jetzt hier gerade im Replay unterwegs bin, ja, doch die ein oder andere Erfahrung mal wieder sammeln dürfen, was es bedeutet, Stockgrinds zu machen. Das ist ja bei meinem Hauptaccount, wo ich jetzt mittlerweile 52.000 Gefechte drauf habe, nicht mehr so der Fall. Da lasse ich mir mit den Grinds, die ich habe, extrem viel Zeit und meistens ist auch genug freie Erfahrung da etc. Aber gerade wenn ihr so anfangt mit den Grinds, dann ist ja doch immer so das ein oder andere WWchen am Start, beziehungsweise dann kann man sich das Leben leichter machen. Ihr seht jetzt hier, ich bin mit dem M46 Patton in der ersten Runde, seit ich ihn freigeschaltet habe, unterwegs und ich muss ihn hier mit der 7er Kanone fahren, weil vom Ladegewicht etc. ich noch nicht die 8er Kanone, die ich auf dem Pershing ja schon freigespielt habe, nutzen kann. Also alles in allem ist es ultra, ultra frustrierend, wenn ihr zum Beispiel im 9er Bereich angekommen seid und ihr müsst mit der 7er Kanone durch die Gegend fahren. Also das ist der eine Grund, warum ich jetzt gesagt habe, ich möchte ein paar Tipps und Tricks loswerden. Gerade wie gesagt an die Beginner unter euch, die jetzt vielleicht mit 1.0 wieder angefangen haben etc. pp. Der erste Tipp, den ich euch hier an der Stelle geben möchte, ihr solltet auf der Tierstufe 5 noch dafür sorgen, dass euer Kommandant sechsten Sinn bekommt. Mittlerweile ist es ja so, wenn ihr das Ausbildungslager bei World of Tanks, sofern ihr denn einen neuen Account anfangt etc., sobald ihr da das Ausbildungslager anfangt, bekommt ihr für den M2 Medium einen Kommandanten, der bereits den sechsten Sinn hat. Also kann mittlerweile jeder, der das Spiel neu anfängt, zumindest auf einer Crew schon mal den sechsten Sinn haben. Das ist ein ganz, ganz elementarer Vorteil und das hat dafür gesorgt, dass ich seit der Tierstufe 3 in diesem Grind eigentlich mit sechsten Sinn unterwegs bin. Sollte das bei euch nicht der Fall sein, solltet ihr auf jeden Fall zusehen, dass ihr so lange Tier 5, maximal Tier 5 spielt, bis ihr den sechsten Sinn habt. Warum? Weil es halt ja, viele, viele Nachteile bringt, ab der Tierstufe 6 keinen sechsten Sinn zu haben, gerade wenn ihr Mediums oder Lights fahrt, aber auch bei Heavys ist es sehr, sehr frustrierend, keinen sechsten Sinn zu haben, denn ihr werdet von so ziemlich vielen Panzern, weil ihr noch nicht die guten Crews habt, outspottet und da ist es zumindest wichtig, dass man weiß, dass man outspottet worden ist und dass man zumindest noch die Reaktionszeit hat, ja, zu reagieren und vor allem, wenn ihr das sicherstellt, dass ihr auf der Tierstufe 5 so lange unterwegs seid, bis ihr den sechsten Sinn habt, dann startet ihr in die Tierstufe 6 und könnt bereits den zweiten Perk dann trainieren und je nachdem, was ihr euch dann für eine Panzerklasse ausgewählt habt, solltet ihr euch dann nochmal erkundigen, was da Sinn macht. Ich persönlich würde anfangen, wie gesagt, mit dem Kommandanten sechster Sinn. Bei Mediums würde ich wahrscheinlich erstmal auf Tarnung gehen, erstmal einen Perk haben, der sofort mit Training Wirkung erreicht. Ansonsten bei Heavys und TDs würde ich wahrscheinlich erstmal auf Reparatur gehen, es sei denn, es sind ganz, ganz leicht gepanzerte TDs. Aber wenn bei turmlosen TDs oder zumindest eine Reihe, die auf turmlose TDs hinzielt, da solltet ihr euch dann überlegen, eventuell als erstes Reparatur zu machen. Das bleibt halt, wie gesagt, euch überlassen. Ganz, ganz wichtig ist es aber an der Stelle, dass ihr versucht, auf der Tierstufe 5 so lange unterwegs zu bleiben, bis ihr den sechsten Sinn habt, weil da auf dieser Tierstufe 5 habt ihr noch keine nennenswerten Nachteile, weil da noch viele, viele Leute unterwegs sind, ohne komplettes Equipment auf dem Panzer, ohne Crew-Perks, ohne sechsten Sinn. Und da ist es halt weniger schlimm. Das ist mein erster Tipp für euch, sechster Sinn. Der zweite Tipp ist die Handhabung der Booster. Jetzt mag der eine oder andere sagen, ist doch ganz einfach, sofern ich Booster habe, mache ich die Booster an. Ganz so trivial würde ich das jetzt hier nicht nehmen, sondern ich habe bei meinem Grind festgestellt, dass ich die Booster regelrecht verschwendet habe. Warum ist das so? Weil ich die Booster teilweise genutzt habe, zum Beispiel bei dem Pershing, als der schon voll ausgebaut war. Und jetzt habe ich mittlerweile keine Booster mehr. Also ich habe die Booster genutzt, als der Pershing voll ausgebaut war, um so schnell wie möglich zum 46er Patton zu kommen. Warum war das ein Fehler? Ganz einfach, weil ihr die Booster lieber dann nutzen solltet, wenn ihr mit den Stockpanzern unterwegs seid. Weil diese Booster natürlich jedes Mal zweifach, dreifach Erfahrung euch geben, gerade wenn es darum geht, schnellstmöglich Erfahrung zusammenzufahren, um dann letztendlich den Turm, die Kanone, die Ketten freizuschalten. Da solltet ihr die Booster nutzen. Ihr solltet die Booster niemals nutzen, wenn ihr nicht ohnehin genug davon habt, wenn ihr den Panzer bereits voll ausgebaut habt. Weil dann könnt ihr ganz entspannt mit dem Panzer durch die Gegend fahren. Ihr seid competitive, ihr habt alles das erforscht, was der Panzer kann. Ihr habt die Top-Kanone, den Top-Turm, den Top-Motor. Da könnt ihr euch ganz entspannt Zeit lassen mit dem Grind und könnt
dann quasi eure Booster nutzen, wenn ihr sie braucht. Und das ist dann der Fall, wenn ihr zum Beispiel jetzt wie ich jetzt hier mit der 7er Kanone auf dem 9er Patton durch die Gegend fahre. Da hätte ich jetzt die Booster natürlich gerne gehabt, weil ich möchte so wenig wie möglich hier mit dieser Stockkanone durch die Gegend fahren. Also ich hoffe, das wird klar, warum ihr die Booster nicht leichtfertig verschwenden solltet. Also bei Erfahrungsboostern auf jeden Fall immer im Stockzustand die ganzen Dinger nutzen. Und wenn ihr den Panzer ausgebaut habt, dann spart euch die Booster, sofern ihr nicht genug habt. Diese Booster, jetzt zum Beispiel am Wochenende, gab es davon wieder jede Menge zu verdienen. Es gibt bei Wargaming jedes Mal Events, wo ihr Booster abgreifen könnt. Und da solltet ihr dann zusehen, dass ihr an diesen Wochenenden oder zumindest, meistens gehen die ja bis Montag, auch an den Montagen dabei seid, um diese Booster abzugreifen und dann diese Booster sinnvoll einzusetzen. Bei Crew-Boostern würde ich euch empfehlen, die so schnell wie möglich zu nutzen, dass ihr so schnell wie möglich eine brauchbare Crew kriegt. Je niedriger die Tierstufe und je besser eure Crew, umso besser, umso mehr Vorteile habt ihr natürlich. Aber ihr solltet dann spätestens, wenn ihr im Tierstufen 8er Bereich ankommt, mindestens 2 Perks eigentlich voll haben. Das sollte so euer Plan sein. Also wie gesagt, auch dieser Tipp 2 mag sich einfach anhören, aber ich selber habe den Fehler als vermeintlich erfahrener Spieler gemacht und habe diese Booster sinnlos verschwendet, als ich den Patton, als ich den Pershing schon voll ausgebaut hatte. Also hier unbedingt drauf achten, nutzt diese Booster vor allem, wenn ihr mit den Panzern Stock unterwegs seid. Ja, der dritte Tipp, den ich euch geben möchte, jetzt wo wir ganz nebenbei hier in so einem Zehnergefecht unterwegs sind mit unserem Superstock M46 Patton, ist das Thema freie Erfahrung. Ich werde regelmäßig in meinen Streams gefragt, hey Maus, sag mal, lohnt es sich den und den Panzer mit freier Erfahrung zu überspringen? Was soll ich mit meiner freien Erfahrung machen? Ich persönlich stehe auf dem Standpunkt, in den niedrigen Tierbereichen braucht man keine freie Erfahrung. Da kommt man relativ schnell zügig durch mit den Grinds. Ich, wenn ich jetzt keine freie Erfahrung, so viel wie ich sie derzeit auf meinem Account zur Verfügung habe, hätte, dann nutze ich die freie Erfahrung vor allem für die Tierstufe 8 oder am besten noch die Tierstufe 9. Auf der Tierstufe 8 braucht ihr schon so 30.000, 40.000 Erfahrungen meistens für die Top Gun. Auf der Tierstufe 9 wird es noch heftiger. Da sind es teilweise 50.000 bis 70.000 Erfahrungen, bis ihr dann mal die Top-Kanone erforscht habt. Und da war dann auch nicht der Turm oder der Motor oder was auch immer mit drin. Und da macht es dann Sinn, die freie Erfahrung einzusetzen. Ich persönlich würde dringend davon abraten, sofern ihr nicht mit freier Erfahrung um euch werfen könnt, irgendwelche Panzer gänzlich zu überspringen, sondern nutzt die freie Erfahrung sinnvoll, nutzt sie, damit ihr in den High-Tier-Bereichen ab der Stufe 8 und der Stufe 9 nicht mehr Stock durch die Gegend fahren müsst. Also es war wirklich ein Pain in the Ass jetzt hier mit diesem, auch wenn wir jetzt in der Runde davor, das war die allererste Runde, 2800 Schaden gemacht haben, aber trotzdem, hier mit einer Kanone auf dieser Tierstufe durch die Gegend zu fahren, die eine Penetration hat von 160, einen Alpha-Schaden von 260, also das ist wirklich, wirklich furchtbar und von daher hätte ich mir jetzt hier gewünscht, dass ich meine freie Erfahrung gesammelt hätte, um sie dann jetzt hier auf den 46er Patton einzusetzen. Und je höher ihr in der Tierstufe kommt, umso frustrierender wird das eigentlich und je länger braucht ihr auch, um die Panzer auszubauen. Und von daher, dieser Tipp, denke ich, auch wichtig zu berücksichtigen. Spart eure freie Erfahrung und nutzt sie dann in den High-Tier-Bereichen. Meinetwegen fangt 2-3 Reihen an und grindet erstmal nur bis zum 6er. Ihr sammelt parallel immer freie Erfahrung. Wenn ihr freie Erfahrungsbooster habt, haut die rein, sammelt freie Erfahrung, aber verschwendet sie nicht leichtsinnig, um irgendwelche Low-Tier-Panzer zu überspringen etc., sondern nutzt sie, um eure 9er zumindest zum Teil schon ausbauen zu können. Wenn ich jetzt hier nur schon mal die große Kanone drauf hätte, das wäre so eine Bereicherung und das wäre vor allem ein extrem weiter Schritt nach vorne, wo ich dann hier zumindest mithalten könnte und jetzt mit dieser Kanone, ja, da muss man schon wirklich gut sein und das Gegnerteam muss schon wirklich schlecht sein, um dass man da dazu kommt, hier irgendwie nennenswert mitzuspielen. Vierter Tipp, den ich euch mitgeben möchte, Equipment. Viele nutzen sowas wie Drehstabfederung etc., also so total unnützes Zeug, um erstmal einen großen Turm oder so drauf zu bauen wegen Gewichtsreduzierung, bla bla bla. Ich persönlich kann euch nur den Tipp geben, verschwendet darin keine Credits, sondern baut eure Panzer sofort so aus, wie ihr sie dann auch im High-Tier-Bereich fahren wollen würdet. Das bedeutet, ich bin hier diese Mediums von Anfang an mit entspiegelter Optik gefahren, mit vertikalem Stabilisator und mit Ansetzer. Das ist so mein Setup für diese
Reihe, für die amerikanische Medium-Reihe. Je nachdem, für was für eine Reihe ihr euch entscheidet, variiert das natürlich. Aber ihr solltet von vornherein schon mit dem Equipment starten. Gerade im 5er und 6er Bereich macht das einen enormen Unterschied, weil die meisten Panzer halt noch nicht so ausgebaut sind und viele auch noch ohne Equipment durch die Gegend fahren. Im Zweifel fahrt halt einfach ein bisschen häufiger im 5er Bereich, bis ihr euren Panzer komplett ausgerüstet habt mit den drei Equipment-Varianten, die ihr fahren wollt. Ihr solltet davon Abstand nehmen, jetzt irgendwie, keine Ahnung, mit einer Werkzeugkiste oder mit einem Scherenfernrohr durch die Gegend zu fahren, auch wenn es überhaupt gar keinen Sinn macht, sondern spart dann lieber, fahrt ein bisschen im Lotier-Bereich ein bisschen häufiger, sammelt erstmal die Credits, bis ihr dann in die Reihe einsteigen wollt, weil schon ab der Tierstufe 6 sind eigentlich die meisten Leute ausgerüstet mit dem richtigen Equipment und ihr habt dann enorme Nachteile, wenn ihr dann auch noch zum Teil, also Stock durch die Gegend fahren müsst, dann macht es schon einen großen Unterschied, dass ihr wirklich, ja, die, dass ihr quasi schon euer Equipment am Start habt. Der fünfte Tipp, den ich jetzt hier an dieser Stelle noch mit raushauen will, ist so ein bisschen kombiniert. Das eine ist, eure Crews auf jeden Fall, fangt im Lotier-Bereich an, euch eine Crew zu trainieren und dann fangt nicht mit jedem Panzer eine neue Crew an. Ich weiß, das machen immer noch viel zu viele Leute, die mit jedem Panzer auch eine neue Crew anfangen, sondern wenn ihr das nur für Credits machen wollt, dann macht es für Credits, aber trainiert jedes Mal die Crew wieder um. Nutzt eure Crews, eure Skills, die ihr euch im Lotier-Bereich zusammengefahren habt, um dann immer höher zu gehen. Wie gesagt, es hört sich vielleicht einfach an, aber ich weiß von ganz, ganz vielen, dass die dann immer noch eine neue Crew mit jedem Panzer anfangen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich hätte dazu gar nicht die Motivation. Hier sind wir jetzt rausgenommen worden. Ihr seht, wie oft wir hier gescheitert sind an den gegnerischen Panzern. Also, immer die Crew mit ins nächste Tierlevel nehmen, mit auf den nächsten Panzer nehmen. Ihr könnt später immer noch mal zurückkommen und die Panzer wieder neu ausrüsten, beziehungsweise eine neue Crew draufpacken und dann im Low-Tier-Bereich diese Crew hochfahren. Ich würde euch empfehlen, sowieso nur Crews hochzuziehen. Wenn ihr nicht schon 100% Crews kaufen könnt, dann im Low-Tier-Bereich. Da habt ihr die wenigsten Nachteile, da die Crews hochziehen und aber immer mitnehmen, auf dem Weg des Grindes, weil es macht absolut keinen Sinn für jeden Panzer, wenn ihr dann von der Stufe 6 auf die Stufe 7 kommt, da eine neue Crew anzufangen. Und ihr solltet euch, das ist so der in Schrägstrich, in Klammern gesetzt, sechster Tipp, ihr solltet euch wirklich überlegen, wie viel Zeit ihr in dieses Spiel investiert, wenn es für euch tatsächlich ein Hobby ist und ihr wisst, ey, ich habe jetzt Ferien oder ich habe jetzt mal eine Woche Urlaub, ich habe die Zeit, ich bin vielleicht nicht gewillt, dauerhaft über das ganze Jahr mir Premium zu kaufen, auch wenn das die günstigste Variante ist, sich an Weihnachten einmal 365 Tage Premium zu holen. Günstiger könnt ihr es wahrscheinlich nicht bekommen, aber dann nutzt wenigstens gerade bei den Grinds den Vorteil eines Premium-Accounts. Seid nicht zu geizig zu euch selber, seht es als ein Hobby, Hobbys kosten immer Geld und ihr spart so unglaublich viel Zeit dabei. Erstens, weil ihr mehr Credits pro Match verdient, zweitens, weil ihr natürlich doppelt so viel Erfahrung bekommt und es macht so einen Stock-Grind einfach viel, viel angenehmer, als wenn ihr jetzt ohne Premium-Account das auch noch durchziehen müsstet. Also überlegt euch selber, wie viel wert ist euch eure eigene Zeit und wenn ihr dann der Meinung seid, ihr habt jetzt mal die Zeit zu grinden, dann holt euch für einen Tag oder für eine Woche Premium-Account. Ihr werdet es euch selber danken, weil es halt einfach euch viel, viel Frust und viel, viel Zeit spart und ihr so auch schneller durch eure Stock-Grinds durchkommt. Ansonsten hoffe ich, dass ihr am Ball bleibt. Ich bin jetzt fast beim M48-Patten angekommen, also wir sind noch auf dem Weg hier den M46-Patten auszubauen und dann auf dem Weg zum M48-Patten. Der Beginner-Stream wird auf jeden Fall bis zum 10er durchgezogen. Ich hoffe, ich konnte euch mit den Tipps ein bisschen weiterhelfen, gerade für diejenigen von euch, die neu in dem Game angekommen sind, würde ich euch empfehlen, das euch zu Herzen zu nehmen und ihr werdet viel, viel weniger Frustmomente in diesem Spiel haben. Falls euch das Video gefallen hat, falls es euch weitergeholfen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.